Mein Name ist Carsten Klopfleisch, ich bin 24 Jahre alt und ich habe meine dreijährige Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann bei der HTI Bär und Ollenroth in Cottbus gemacht. Ich habe ein Berufsberatungsgespräch bei der Agentur für Arbeit gemacht. Dabei kam heraus, dass ich auf jeden Fall in die kaufmännische Richtung gehen möchte. Daraufhin habe ich mich bei verschiedenen Unternehmen beworben. Und das hier hat einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Und dann hat alles gepasst und ich wurde hier auch genommen. Am Anfang meiner Ausbildung war ich im Lager tätig. Da kommt es halt darauf an, dass man erstmal die Produkte, mit denen man handelt, kennenlernt und Materialkenntnisse erwirbt, um den Kunden später auch kompetent beraten zu können. Später bin ich dann ins Büro gewechselt und dort steht halt im Vordergrund der telefonische Kundenkontakt und auch der Kontakt zu Lieferanten. Dort erstelle ich dann Angebote für Kunden, bearbeite Anfragen oder löse Bestellungen aus. Besonders Spaß gemacht in meiner Ausbildung hat mir der Kontakt zu Menschen, sei es zu Kunden, Lieferanten oder den Kollegen. Und weiterhin war es auch sehr spannend, die verschiedenen Produkte, mit denen wir handeln, kennenzulernen, weil es wirklich auch ein Bereich ist, mit dem man im normalen Alltag nicht unbedingt in Berührung kommt. Die größte Herausforderung am Anfang meiner Ausbildung war wirklich, dem Kunden kompetent gegenüberzutreten im Beratungsgespräch, da man einfach keine Ahnung von den Produkten und Materialien hatte. Aber das hat sich dann mit der Zeit zum Positiven entwickelt. Als besonders positiv während meiner Ausbildung habe ich das Arbeitsklima im Allgemeinen empfunden. Die Kollegen arbeiten alle gut miteinander zusammen und es finden auch außerhalb der Arbeitszeit viele Veranstaltungen statt, die letztendlich auch teambildend wirken. Auf meine Prüfung habe ich mich ganz klassisch vorbereitet, indem ich meine Hefte rausgeholt habe und mich hingesetzt habe und den Stoff aus der Schule wiederholt habe. Aber letztendlich war es sehr gut, dass ich schon während meiner Ausbildung in der Schule immer besonders gut aufgepasst habe und daher war das keine besonders große Herausforderung. Ja. Mein Name ist Tobias Linscheid. Ich bin Niederlassungsleiter der HTI Bär und Ollenroth in Cottbus und auch für die Ausbildung verantwortlich. Herr Klopfleisch war vom ersten Tag an sehr engagiert und sehr interessiert an unserem Unternehmen und hatte von Anfang an das Gefühl, dass er diesen Beruf unbedingt erlernen will und dass es genau das Richtige für ihn ist. Besonders großes Interesse zeigte er an unserem Sortiment. So hat er sich neben den Schulungsveranstaltungen, die wir für unsere Azubis organisieren, auch in seiner Freizeit weitergebildet. Anfangs war er noch etwas ruhig, aber im Verkauf braucht man doch eher den Entertainer. Aber im Verlauf der Ausbildung hat er auch das richtig gut hinbekommen. Ich wurde nach meiner Ausbildung in dem Unternehmen übernommen und bin dort beschäftigt. Und jetzt habe ich vor einiger Zeit zusätzlich zu meiner Arbeit noch ein berufsbegleitendes Studium als Betriebswirt angefangen. Lieber Herr Klopfleisch, ich wünsche Ihnen viel Glück an Ihrer neuen Arbeitsstelle in unserer Niederlassung Berlin und viel Erfolg bei Ihrem weiterführenden Studium.